Ich finde einfach, dass es mit Open Education so ist wie in anderen Kontexten auch, in denen es um Offenheit geht. Da entstehen Möglichkeiten, die es ohne Offenheit eben nicht gibt. Also wenn Materialien offen lizenziert werden, können sie auf eine andere Art und Weise genutzt werden, können an eigene Bedürfnisse und unterschiedliche Kontexte angepasst werden und ermöglichen einfach einen kreativen Umgang und werden Teil von offenen Praktiken in Bildungssituationen. Ich finde es einfach wahnsinnig bereichernd, wenn wir miteinander teilen, ob das nun Materialien sind oder Erfahrungen. Ja, ich finde, dass so Mehrwerte auf unterschiedlichen Ebenen entstehen. Also die Öffnung von Projekten oder von Bildungsarbeit allgemein kann eine Teilhabe ermöglichen, so dass vielleicht Menschen Teil von Bildungssituationen werden können, die ohne diese Öffnung keinen Zugang gehabt hätten. Und auf einer anderen Ebene, wenn wir Konzepte und Erfahrungen teilen, können andere profitieren, die sich vielleicht in anderen Projekten mit ähnlichen Themen oder Praktiken beschäftigen und eben genau schon einen Schritt weiter ansetzen, auf die Erfahrungen aufbauen, Dinge ergänzen, umarbeiten, und gleichzeitig profitieren wir selber ja auch wieder davon, indem andere Ideen einbringen, die uns eben genau auch nur deswegen begegnen können, weil wir uns dafür entschieden haben, unsere Projekte zu öffnen. Ja, ich wünsche mir vor allem eine Förderung und eine Unterstützung von Projekten, die sich dezidiert mit Open Education auseinandersetzen, und zwar in den verschiedenen Bildungsbereichen. Und ich wünsche mir aber auch, dass in öffentlich geförderten Projekten und Kontexten, die eben nicht explizit auf Open Educational Resources und Open Educational Practices ausgerichtet sind, zum Beispiel eine offene Lizenzierung von offenen Materialien mitgedacht wird. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, dass anerkannt wird, dass die Öffnung zum Beispiel von Projekten was ist, was eben nicht von selber passiert, sondern mit Arbeit und Zeit verbunden ist, sei es die Zeit, die wir investieren müssen in die Aneignung von Wissen und Kompetenzen, oder ob es die Möglichkeit ist, einfach Projektteams Zeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich Offenheit und Teilen bedeuten, und sich auch die Haltung und auch so ein Denken, das eben dazugehört, auch zu erarbeiten und anzueignen.